Weißt du jetzt, wo es lang geht? Ja, ja. Hallo, Sir. Harvard, du bist zurück. Erzähl von deiner Reise, bitte. Gab es Wale? Warte, lass uns erst Verstecken spielen. Ich schließe die Augen, du versteckst dich. Du hast Zeit. Mutter spricht noch mit diesem fiesen, alten Meisterspion. Gut, los geht's. Hast du Monster auf der Reise zu den Inseln? Willkommen daheim, kaiserlicher Schutzherr. Kein Zweifel. Aber ich glaube, sie will mir nur Angst machen. Sie empfängt sie gleich. Die Menschen sind krank, keine Verbrecher. Das hatten wir doch schon besprochen, Majestät. Sie sind meine Bürger. Und wir werden sie vor der Seuche retten, wenn wir können. Jeden Einzelnen. Nun gut. Wir fangen damit nicht nochmal an. Mutter, Corvo ist wieder da. Danke, Emily. Lassen Sie uns allein. Wie Sie wünschen, Majestät. Corvo, 2 Tage zu früh. Voller Überraschungen, wie immer. Günstige Winde bringen Sie zurück zu mir. Welche Nachrichten bringen Sie? Ich hoffte, eine andere Stadt wäre damit schon mal umgegangen und würde ein Heilmittel kennen. Das sind sehr schlechte Nachrichten. Wir sind am Ende. Feiglinge, sie werden uns belagern und abwarten, ob die Seuche die Stadt in einen Friedhof verwandelt. Geht es dir gut, Mutter? Du siehst traurig aus. Ja, keine Sorge, mein Schatz. Mutter geht es gut. Halt, wo ist die Wache? Wer hat sie weggeschickt? Mutter, sie! Was machen die auf dem Dach? Was? Emily, hierher! Komm her! Vorsicht! Oh, meine süße Tochter. Wer waren diese Männer, Mutter? Ich weiß nicht, Emily. Meine süße Tochter. Wer waren diese Männer, Mutter? Ich weiß nicht, Emily. Corvo, ich danke Ihnen. Wären Sie nicht hier gewesen? Nein, nicht nochmal. Nicht schon wieder. Mama! Nein! Weg von ihr! Corvo! Oh! Mama! Oh! Corvo, alles fällt auseinander. Finden Sie Emily. Beschützen Sie sie. Sie sind der Einzige, der weiß, was zu tun ist. Das wissen Sie doch. Corvo. Der Orden schütze uns. Seht, was er getan hat. Ja, er hat die Kaiserin getötet. Was haben Sie mit Lady Emily gemacht, Verräter? Ihr eigener Leibwächter. Welche Ironie. Dafür will ich Ihren Kopf rollen sehen, Corvo. Ergreift ihn.
solltest essen, Corvo. Dieses Essen hat ein Freund geschickt. Was war das? Jetzt hab ich dich! Umzingel die! Aha! Hier ist er! Umzingel die! Selbst erledigen, bevor es der Hauptmann hat. Attentäter! Hilfe! Richtig! Vorsichtig! Und wir sind schon weit. Fluss dann! Schlag ihn! Komm schon! Nimm das! Verdammter Hund! Nimm das! Leute hat er auf der Flucht getötet. Wer die Kaiserin umbringt, schert sich wohl nicht um ein paar Wachen. Halt's Maul! Sieh dir das mal an. Hier unten war jemand. Vielleicht die Bord... Vergiss es. Viel zu weit. Ich will mir ja nicht die Seuche holen. Du? Nein. Schützt das Elixier nicht dagegen? Vielleicht. Was soll's? Lass sie uns hier reinwerfen.
Sollen die Ratten das machen? Achtung, Bürger von Landburg. Der Attentäter Corvo, verantwortlich für den Mord an unserer geliebten Kaiserin und das Verschwinden von Thronerbin Lady Emily, ist der Staatsgewalt vorübergehend entkommen. Mehrere tapfere Offiziere des Staates starben bereits durch seine Hand. Er muss um jeden Preis gefangen oder getötet werden. Kommt er nicht vorbei, Sir. Weißt du, wen wir hier jagen? Versuch nicht, den Helden zu spielen. Aber was, wenn niemand in meiner Nähe ist? Dann mach beim Sterben möglichst. Verdammt! Jemand ist tot! Hey, was war das? Ich hab doch was gehört. Hilf mir doch! Ich bin Samuel. Ich arbeite für ein paar ehrbare Leute, die Sie gern treffen würden. Sie sagten mir, Sie kämen hier raus, aber ich kann es immer noch kaum glauben. Ich bringe Sie zum Treffpunkt. Einfach nur den Fluss runter. Das ist der Houndpits Pub. Für Kundschaft geschlossen, der halbe Bezirk als Seuchengebiet markiert. Direkt unter der Nase des Lordregenten und er merkt gar nichts davon. Wenn jemand herausfindet, was wir hier tun, wird uns die Wache mit gezogenen Schwertern stürmen. Und der Lordregent wird jetzt nach ihrer Flucht die Stadt auf den Kopf stellen. Sie haben Admiral Havelock und die anderen Kaisertreuen getroffen? Auf den Admiral kann man zählen. Wenn jemand Ihnen helfen kann, Lady Emily zu finden und Ihren Namen reinzuwaschen, dann er. Es beginnt also... Wir reden später weiter, Lord Pan... Ja, Piero ist Künstler und Techniker in einem. Er wird die Ausrüstung herstellen, die Sie brauchen. Sprechen Sie mit ihm und dann ruhen Sie sich aus. Wir reden später. Ich werde Ihre Waffen und Ausrüstung geben.
Können Sie mir bitte einen neuen Tank von oben holen, während ich diesen hier fixiere? Vorsichtig, das Öl ist instabil. Eine große Sauerei, wenn es explodiert. Perfekt, vielen Dank. Sagen Sie, was ich für Sie tun kann. Sie müssen müde sein. Es wäre besser, Sie schlafen etwas. Ihr Leben wird bald noch viel komplizierter. Nutzen Sie die Ruhe. Gute Träume. Mein Geschenk einsetzt. Herr Vlog, was kann ich für Sie tun? Bereit machen, wenn Sie wollen. Aber
Gut, dann legen wir los. Und noch was. Campbell hält einen ehemaligen Aufseher namens Martin gefangen. Bereit? Sagen Sie Bescheid. Ein leichtes Unterfangen. Früher konnte man den Clavering Boulevard hoch, das ist nicht mehr so einfach. Die Hälfte der Stadt hat die Seuche geholt. Die andere kämpft um das, was übrig ist. Die Stadtwache kontrolliert noch immer die Hauptstraßen und sie hat diese Lichtwände aufgestellt. Wer da durchläuft, verbrennt sofort zu Asche. Alles, was nicht von der Stadtwache kontrolliert wird, gehört den Banden. Und dazwischen leben dann noch richtig schräge Vögel, so wie die Lumpen. Man sagt, sie sei verrückt. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Liegt ganz bei Ihnen. Sei vorsichtig, verdammt. Behalte sie im Boot. Der Kanal ist schon verseucht genug. Halbe Stadt ist tot. Wir werden Achtung, Bürger von Dunmore. Dies ist eine besondere Bekanntmachung unseres ehrwürdigen Lordregenten. Hier spricht der Lordregent. Mit Bedauern gebe ich bekannt, dass mein Dienst als Lordregent bis zum Ende des Monats der des Ordens weiter im Dienste des Staates und dazu berechtigt, die Ordnung immer und überall wiederherzustellen. Wir sind Oberhofier Campbell für die uneigennützigen Dienste des Ordens zu Dank verpflichtet. Gut. Was für ein Ich kann hier nichts mehr ausrichten. Also werde ich mich zum Hauptpitzpub begeben. Wenn ich den Professor sehe, sage ich... Ich las just in den Archiven vom Zeichen des Ketzers. Es klang schmerzhaft. Haben Sie je das Ritual gesehen? Ich habe es niemals zur Anwendung kommen sehen. Nein, es ist sehr selten. Aber ich sah einst jemanden, der das Zeichen trug. Ein ehemaliger... Unseres Ordens versteht sich. Auf einer Klausur passierten wir ein Fischerdorf und da sind wir. Becken. Was hat er verbrochen? Das Zeichen ist für einen Aufseher. Da den Oberaufseher reserviert, der unsere Gesetze bricht und für immer ausgestoßen werden muss. Befolgen Sie die 7 Gebote und Sie müssen sich da. Hey,
Ihre Reise war problemlos. Ich höre, die Wache hat Schwierigkeiten, die Nebenstraßen zu sichern. Einfach. Plünder die Spiel, das ist alles. Gut. Hier habe ich der Kalister, nicht wahr? Ich mache mir Sorgen. Sie wird auftauchen. Meine Männer durchkämmen einen Bezirk nach dem anderen. Das arme Mädchen. Kalista weiß sich zu helfen. Ich habe sicheres Versteck in all dem Chaos gefunden. Wenn meine Aufseher etwas hören sollten, melde ich mich sofort. Ich hoffe, Sie schlagen es nicht aus. Damit gehen die Geschäfte gleich viel besser. Geschlossen? Ein Diener muss hier gewesen sein. Lassen Sie mich mal sehen. Scheinbar habe ich nicht den richtigen. Der war es nicht. Nein. Ah, hier sind wir. Folgen Sie mir bitte. Männer, wir holen Sie, wenn wir fertig sind. Dass Ihnen die Zeit bis dahin nicht zu lang wird. Ich weiß nicht, wie das alles so unschön geworden ist. Ich auch nicht, ich auch nicht. Erst stirbt eine Hure und dann dies. Einen Wein, ein tyvianischer Roter. Danke. Nun zum Geschäftlichen. Was ist Ihrer Meinung? Anlage wird abgeriegelt. Es gilt für alle Whisky und Zigarren drin. In der Tat, das. Bitte, es ist mein. Nimm das! Was geht da drüben vor sich? Hierher! Irgendwer! Umzingelt ihn! Verbrenne! Hier ist weg! Unmöglich! Achtung! Diese Anlage wird abgeriegelt. Es gilt höchste Alarmbereitschaft. Melden Sie sich auf Ihren Posten und töten Sie jegliche Eindringlinge auf der Stelle. Achtung! Diese Anlage wird abgeriegelt. Es gilt höchste Alarmbereitschaft. Melden Sie sich auf Ihren Posten und töten Sie jegliche Eindringlinge auf der Stelle. Thank you.
Soweit ich weiß, hat Campbell nichts ausgelassen. Vielleicht sollte ich nicht urteilen, aber Männer des Glaubens sollten sich zügeln. Sind Sie bereit? Okay, los geht's. Admiral Havelock und Lord Pendleton sind im Hof. Sie wollen Ihnen vermutlich gratulieren. Wenn das funktioniert. Ja. Geschafft. Clavering Boulevard und dem Dunwall Tower. Ich kenne das Golden Cat, nicht als Kunde, versteht sich. Ich habe ein paar Geräte für Sie entwickelt und die Baupläne. Corvo, mein Freund, brauchen Sie Waffen oder Munition? Soll ich etwas für Sie herstellen? Hallo, Corvo. Pflicht jeden Bürgers, verräterische Worte und Taten zu melden. Der Staat verlässt sich auf. Sie sind unten gewesen? Ich dachte, ich hätte vorhin einen Weiner gehört. Sie sind der tapferste Mann, den ich kenne. Aufseher Martin ist da. Er ist jetzt bei Admiral Havelock. Corvo. Pendleton wartet am Anleger. Er will Ihnen die Mission persönlich erklären. Corvo, auf ein Wort. Ich bringe Sie zur Golden Cat, wenn Sie soweit sind. Ich habe Lord Pendleton oft genug dahin gebracht. Wie möglich bei der Golden Cat absetzen, Corvo. Den restlichen Weg müssen Sie alleine zurücklegen. Der Eingang ist in der Nähe vom Holger Square. Das Wichtigste ist, dass die kleine Emily gesund und munter nach Hause kommt. Die Pendletons sind da drinnen, also werden auch Wachen vor Ort sein. Slackjaw kann Ihnen vielleicht dabei behilflich sein, die Cat zu betreten, wenn er sie nicht vorher tötet. Das ist sein Gebiet. Er und seine Bottle Street Gang verschanzen sich in der alten Dunwall Whisky Fabrik. Dort verkaufen sie Elixier, das vor der Seuche schützt. Ich bleibe hier, aber halte Ausschau nach Ihnen und der Kleinen, die Sie zurückbringen. Viel Erfolg. Ich weiß, dass Emily Ihnen viel bedeuten muss. Passen Sie auf, wenn Sie die Straße entlang gehen. Ein anderer Flussschiffer erzählte mir gestern...
Entschuldigung, Bürger von Dunbar. Hey, du bist der, nach dem ich suche. Slackjaw will mit dir reden. Bürger von Dunwall. Ab sofort wird Walöl. Morgen ist im Erdgeschoss, richtig? Ich muss die Männer auf ihre Posten schicken. Das Elfenbeinzimmer. Alles, was... Was? Ich brauche Hilfe! Seht euch um! Jetzt! Bist ja bloß eifersüchtig. Halt's mal. Dunstan, die Pendletons sind hier. Du solltest auf deinem Posten sein. Na los, du solltest auf deinem Posten sein. Dafür kannst du... Wer soll ich heute Abend sein, Lord Pendleton? Hilfe! Und du siehst einen Wein. Was? Er ist einer vom Doughty. Nein! Er kämpft auch so. Wie ein Schatten. Nein! Hilfe! Helft mir! Ich brauche mehr Männer! Überall nachschauen! Aus der Tür! Zurücktreten! Irgendjemand! Ich brauche mehr Männer! Der ist uns nicht lebend! Ich weiß, dass du hier in der Nähe bist. Abschau, Datenfächer! Hilfe!
Ich weiß, dass du hier bist. Unmöglich. Das ist wunderbar. Wo hast du das gelernt? Die meisten hier sind Bauernmädchen, von ihren Eltern an die Madame verkauft. Ich weiß, dass du hier Was ist das für ein Geräusch? Oh nein. Kann das sich nicht ewig verstecken. Ich werde dich finden. Verdammt! Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Wo ist er? Da bist du ja. So hilf mir doch jemand! Schreit mir nicht! Jetzt habe ich dich! Nimm das! Ah, die haben beschissen. Zurücktreten! Ein Mörder unterwegs! Vergiss es, ich verschwinde. Das Gebäude ist nicht mehr sicher. Tür auf, damit wir von hier verschwinden können. Dieses Haus liegt am Fluss. Du bist mit einem Boot gekommen. Kommt. Kommt zum Abendessen. Kommt, meine kleinen Vögelchen. Kommt her. Die Lumpengräfin tut euch nichts. Ich bleib wachsam, er könnte wiederkommen. Jetzt habe ich dich. Jetzt bist du. Ich weiß, dass du hier in der Nähe bist. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Zu den Waffen! Da bist du. Hier ist er. Umzingeln! Sind Sie bereit für die Rückfahrt, Corvo? Sie haben ja nicht lange gefackelt. Steigen Sie ein.
Sie haben Ihre Angelegenheit erledigt, Corvo? Es steht mir nicht zu, darüber zu urteilen, doch wenn jemand sein Schicksal verdient hat, dann waren es diese Pendletons. Von welcher Angelegenheit sprechen Sie? Oh, ich, Angelegenheiten für Erwachsene, mein Kind. Ich meine, Eure Hoheit. Vergebt mir. Kein Problem. Ich habe in der Golden Cat von erwachsenen Dingen gehört. Oh. Ich sollte mich darauf konzentrieren, dieses Boot zu steuern. Lady Emily, ich bin Callista. Ich werde für Sie sorgen, solange Sie bei uns sind. Freut mich. Freut mich auch. Wollen Sie Ihr Zimmer im Turm sehen? Kann ich sehen? Ja, gerne. Sie werden es sehen. Sowie den ganzen Houndpits Pub. Gut. Ich glaube, hier gefällt's mir. Ich gehe mit Callista, Corvo. Wir sehen uns später. Sie beeindrucken mich immer wieder aufs Neue. Nur mit einer Klinge bewaffnet haben Sie den Lauf der Stadt für immer geändert. Und nach dem Ende der Zwillinge wird Lord Pendleton für Sie im Parlament abstimmen. In einer Nacht haben Sie mehr getan als die meisten Männer in Ihrem ganzen Leben. Ich muss noch etwas mit Ihnen besprechen. Doch zuerst bittet Lord Pendleton um eine Unterredung. Corvo, die Verschwörung der Sagen Sie mir einfach, was Sie brauchen. In Ordnung, mein Freund. Hat es geschockt. Normale Bürger dürfen ab sofort nur noch eine halbe Dosis pro Tag erwerben. Auf zur Caldwin-Brücke, Sir. Wir schlafen später. Kommen Sie an Bord, wenn Sie soweit sind. Was sagen Sie dazu, Corvo? Die Caldwin-Brücke. Sie lebten jahrelang in der Stadt, aber im Dunwall Tower mit der Kaiserin. Also sehen Sie die Brücke heute Abend vielleicht zum ersten Mal aus der Nähe. Jetzt passen Sie mal auf. Sehen Sie die Lichter auf dem Wasser? Dadurch würden wir sofort entdeckt werden. Kappen Sie Ihre Energieversorgung, dann kann ich Sie wieder abholen. Und jetzt zu Sokolov, den Sie lebend zurückbringen sollen. Er ist gerissen. Vielleicht gerissener als Piero. Hat ganz Dunwall mit seiner Naturphilosophie unter seiner Kontrolle. Neue Technologien, Tränke und so weiter. Kommt mir gefährlich vor. Aber was weiß ich schon. Da wären wir. Wenn Sie fertig sind, ist das jetzt klar? Ausgangssperre heißt, dass niemand auf der Straße herumlaufen darf. Außer den Wachen. Was gehört? Achtung, Bürger und Besucher unserer Stadt. Auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Ausgangssperre. Bis zu deren Aufhebung ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Achtung an alle Bürger. Derzeit ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Die Ausgangssperre ist morgen bei Sonnenaufgang. Thank you.
Verdammt sein, die Seuche und die Ausgangssperre. Wer ist der? Überleben? Du wirst mich nicht überleben. Ich werde den Sommer und den darauffolgenden Winter sehen. An euch wird sich keiner mehr erinnern. Ich werde mich an keinen von euch erinnern. Dann ist er in den Justizbezirk. Muss hier irgendwo sein. Ich war. Lass uns den kleinen Dreckskerl finden. Sperre. So soll man da sein Geld verdienen. Nun, Mr. Pratt. Selbst wenn war vorhin hier. Mussten das Ladegerät berühren. Dann ist er in den Justizbezirk. Und jetzt?
Der Mann, den du getötet hast, war einer meiner Freunde. Meine Hoffnung ruht auf Himmel von uns. Der kaiserliche Arzt persönlich. Hervorragende Arbeit. Bringen Sie ihn her, dann legen wir ab.